wir sind gerade auf dem Weg zu einem der verfluchtesten Plätze der Welt. Die Burg Huska. Huska Castle. Huska Castle. A gateway to hell. It's a place straight out of a horror story. Das Tor zur Hölle. Huska is a hotbed of paranormal activity. In der Burg gibt es Schattengestalten, Glühbirnen, die von alleine explodieren. Menschen kippen regelmäßig einfach so um. Und unter anderem auch das Tor zur Hölle. Okay. Meine Taschenlampe. Was Hallo? Da ist sie. Was? Da ist sie. Katze. Schwarze Katze von links. Und alleine schon der Wald soll ja auch schon wahnsinnig verflucht sein. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So. Hundi. Zwei Hundis. Die passen auf das Schloss auf. Das hier hinter uns ist Huska Castle, eine der verfluchtesten Burgen der Welt. Denn hier passiert echt Gruseliges. Es ragen sich sehr, sehr viele Legenden um diesen Ort. Diese Burg befindet sich etwa 60 Kilometer von Prag entfernt, fast an der deutschen Grenze. Unter dieser Burg befindet sich angeblich das Portal zur Hölle. Wir treffen uns jetzt mit dem Kastellan, dem Verwalter der Burg. Und dann geht's auch schon los und wir gucken mal, wie viel Legende hier ist und was wahr ist und was nicht. Denn wir haben die ganze Burg gemietet und sie gehört einfach uns, solange wir wollen. Hello. Can I start? Hi. You are for filming? Yeah. Okay. You will be here. Ihr werdet hier sein und ich werde nach Passau fahren, um was zu erledigen. Oba. Zweimal. Du rechts. Tag. Okay. Oh. Das Schönste an Huska ist, dass man nirgendwo erfährt und niemand die Frage beantworten kann, wer die Burg gebaut hat, wie lange sie schon hier steht und vor allem, was die Burg hier macht. Burgen standen immer dort, wo es Sinn machte. Eine Burg war eine Festung und gleichzeitig schützte sie immer etwas in der Umgebung, sei es ein Territorium, ein Handelsweg oder eine Grenze. Über die Grenze um Huska herum ist nichts bekannt. Es ist nichts darüber bekannt, dass es hier einen Handelsweg gegeben hätte oder mögliche Siedlungen rund um die Burg. Die Burg hatte also außen nichts zu schützen. Es wird gesagt, dass sie mitten in unzugänglichen Wäldern gebaut wurde, die nicht einmal für die Jagd geeignet waren. Was soll das also? Wenn die Burg nicht das bewachen soll, was außerhalb der Burg liegt, ist sie dazu da, um etwas in ihrem Inneren zu bewachen. Es stimmt, dass es Leute gibt, die Angst haben, hierher nach Huska zu kommen. Sie haben ein Problem. Sie haben Angst vor etwas, das hier ist. Auch manche Hunde wollen hier nicht rein. Nun, ich habe mich damit abgefunden. Ich komme mit denen dort unten klar. Das habe ich in der allerersten Saison geklärt, in der ich hier in Huska war. Also, ich habe kein Problem damit. Viele andere schon.
Ich sage immer, dass Leute, die hier auf Huska ein unangenehmes Gefühl haben, es verdient haben. Die Burg ist seit dem 9. Jahrhundert hier, oder besser gesagt, der Ort, an dem später die steinerne Burg erbaut wurde. Zu dieser Zeit befand sich dort eine hölzerne Festung eines Schamanenstammes. Nun, es steht geschrieben, dass im letzten Viertel des 9. Jahrhunderts, im Jahr 878, genau an dieser Stelle, wo wir stehen, der Boden auseinanderriss und der Fels brach. Nun, ich zitiere einmal, was in den Büchern steht. Aus dem Loch kamen angeblich übernatürliche, unmenschliche Wesen und ein furchtbarer, starker Gestank. Sie nannten die Wesen höllische oder teuflische Bestien. Sie hatten eine unmenschliche, halb tierische, halb menschliche Gestalt. Die Bewohner nannten sie No People. Und diese haben den Menschen und Tieren dort Leid zugefügt. Sogar die Größe dieses Loches oder dem sogenannten Tor zur Hölle wurde von unseren Vorfahren gefürchtet. Es wurde gesagt, dass es so tief war, dass es nicht aufgefüllt werden konnte. Also beschlossen sie, es zumindest mit einer Art Stopfen zu verschließen. Und als Briefbeschwerer bauten sie diese gotische Kapelle. Ja, noch bevor sie das Loch gestopft hatten, brachten sie einen Gefangenen namens Tadi hierher und boten ihm als Gegenleistung die Freiheit an. Sie sagten, sie würden ihn herablassen und er sollte die Hölle für sie dokumentieren. Und wenn er herauskommt, ist er ein freier Mann. Laut der Legende gab es damals einen Herzog, der das Ganze irgendwie nicht richtig geglaubt hat und ziemlich skeptisch den Leuten gegenüber war, die gesagt haben, hier fliegen Dämonen aus dem Wald. Also ist er in das nahegelegene Dorf gegangen, hat dort die Gefangenen gefragt. Jeder, der jetzt hier in dieses Loch geht, dem schenke ich die Freiheit. Viele der Gefangenen lehnten sofort ab. Nur einer wollte das Loch hinuntersteigen. Der Gefangene, der sich freiwillig gemeldet hat, war so oder so zum Tode verurteilt und hat sich gedacht, na gut, wenn ich so oder so sterbe, warum nicht? Denn ihm wurde die Freiheit versprochen. Also haben sie ihn an einem Seil festgebunden, haben ihn das Loch runtergelassen, haben ihn weiter runtergelassen, immer weiter, bis sich sogar der Herzog gewundert hat, wann er denn endlich ankommt, denn eigentlich hätte er schon längst ankommen sollen. Irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, gab es einen heftigen Ruck am Seil. Der Gefangene fing dann laut an zu schreien und flehte darum, wieder aus dem Loch geholt zu werden. Als die Dorfbewohner und der Herzog den Gefangenen wieder hochholten, sah man den Schock in ihren Augen. Denn ich weiß nicht, ob es jetzt so eine Redensart ist, denn er war angeblich 30 Jahre gealtert. Er hatte statt braune, weiße Haare, wie gesagt, das könnte auch so eine Redensart, er wirkte älter im Gesicht. Es war ein junger Gefangener und er wirkte einfach 30 Jahre älter. Wie ein alter Mann eigentlich. Lauter Legende war das, was der Gefangene dort unten in diesem Loch gesehen hat, so verstörend, dass er komplett verrückt wurde. Sie haben den Gefangenen direkt nach diesem Erlebnis in eine Irrenanstalt gesteckt, wo er dann 2 Tage später unter bis heute ungeklärten und mysteriösen Umständen verstorben ist. Scheinbar waren den Aussagen der Einwohner doch irgendetwas dran, denn der Herzog ging daraufhin zum König, König Otto Karl II., König von Böhmen. Und sie beschlossen, was immer in diesem Loch ist, sollte nie wieder an die Oberfläche kommen. Und deswegen bauten sie Burg Huska. So blieben wir also ohne einen brauchbaren Zeugen, bevor das Loch verschlossen wurde. Seit jeher heißt es, dass dieser Ort von einem schwarzen Mönch mit schwarzer Kapuze bewacht wird. Ohne Gesicht. Diese Gestalt ist keine Bedrohung für uns Menschen, nur ein Beobachter. Heute feiern wir während der Saison hier in der Kapelle Trauung und Hochzeiten. Viele Leute protestieren dagegen, weil es über dem Tor zur Hölle ist. Nun, ich sage immer, wenn überhaupt, lass sie diese Hölle hier erleben, anstatt für den Rest ihres Lebens. Also Brötchen, Loch, Tor zur Hölle. Wir haben es unter unseren Füßen. Letzte Frage. Ja, Gerüchten zufolge wird der Ort hier bewacht. Von einer Gestalt mit einem bodenlangen Umhang und einer schwarzen Kapuze. Ohne Gesicht? Wir sind über der Hölle. Wir sind über der Unterwelt. Ich denke, die Klügeren könnten es erraten, einschließlich der Bibel. Es kam aus Griechenland zu uns. Das heißt, wenn wir diese vermummte und gesichtslose Figur in ein Boot stellen, die ihm eine Stange in die Hand legen. Es ist der klassische Charon, der Fährmann.
Das ist eine romanische und gotische Kirche aus dem 17. Jahrhundert mit Freskos aus dem 17. Jahrhundert. Keiner weiß, was diese Zeichnung zu bedeuten hat. Okay. Halb Mensch, halb Tier. Und es schießt mit links. Wir haben gelesen, wenn man etwas mit links hält, das ein Zeichen des Teufels war. Ja, genau. Auf der rechten Seite befindet sich Michael und auf der linken das. Hier ist der richtige Ort für euch. Okay. Meine Taschenlampe. Ja. Hier sind sogar zwei Hexen zu sehen. Ich habe ein Video gesehen von einem Kronleuchter. So wie diesen. Er hatte Glühbirnen. Diese sind explodiert. Und dadurch ist das Licht ausgegangen. Es war ein Unfall. Ein Unfall. Nein, ich meinte, ist er einfach runtergefallen? Ja, vor 14 Tagen. Okay. Ich hatte Glück, denn ich war mit einer Gruppe hier und ich stand direkt hier. Oh, wow. Hier könnt ihr runter. Dort befindet sich eine Zisterne. Ein mittelalterlicher Speicher für Regenwasser. Ich habe gehört, hier wurde ein Brunnen gebaut, so wie dieser. Nur als sie runtergegraben haben, haben sie festgestellt, dass das Wasser radioaktiv war. Nein, nicht hier. Das war hier nur ein bisschen. Der Brunnen befindet sich dort vorne. Er ist 274 Meter tief. Wir benutzen dieses Wasser nicht. Das ist gut. Genau hier hat man früher übrigens einen Brunnen gemacht, weil man versuchte, für diese nutzlose Burg noch einen Nutzen zu finden. Dann ist man endlich auf Grundwasser gestoßen und dann hat man festgestellt, dass das ganze Wasser hier radioaktiv ist. Vielleicht sind deshalb seltsame Kreaturen aus dem Wald gekommen. Aber jetzt geht's erstmal in die Burg. Seid ihr aufgeregt? Ich auch. Hier hat sich jemand einen Spaß gemacht, denn Huska bedeutet in Tschechien auch Brot. Wow. Das ist das Jagdzimmer. Näher, was Hallo? Ist? Meine Hände zittern. Es kommt näher. Hier kann man auch noch den originalen Stein sehen, in den die Burg mit eingeschlossen wurde. 1815 soll hier das erste Haus gestanden haben, nicht die Burg, ein Haus neben der Burg, als Sommersitz von Prinz Slavibor. Dieser hat es angeblich für seinen Sohn Husek gebaut. Und die Burg wurde daraufhin dann angebaut, damit was auch immer in diesem Loch ist, nie wieder das Licht sieht. Im Jahr 1278 wurde die Burg Huska fertiggestellt. Was ein sehr, sehr schneller Bau ist, weil sie dieses Loch zur Hölle so schnell wie möglich schließen wollten. Die Burg wurde unter anderem, dadurch, dass sie eben auch so schnell gebaut wurde, direkt in den Stein, wir stehen hier auf einem Fels, in diesen Stein eingebaut. Also man kann teilweise die Wände sehen, an denen man ganz deutlich sieht, dass es keine normale Wand ist, sondern eben der Fels, der hier eigentlich mal stand. Geistliche sollen Tag und Nacht vor diesem großen Loch gebetet haben, 24 Stunden am Tag. Nur eins war daran seltsam, manche der Geistlichen verschwanden einfach. Am nächsten Tag soll man einfach nur ihr Blut auf dem Boden gefunden haben. In dieser kleinen Kapelle sollen sich Kratzer befunden haben, 3 Stück von irgendwelchen Kreaturen und eben nur das Blut von ihnen. Man muss auch dazu sagen, dass die Dorfbewohner damals erzählt haben, dass diese Kreaturen sich Menschen aus dem Dorf geschnappt haben und sie wohl mit in das Loch gezogen haben.
Der offizielle Grund, aus dem die Burg eigentlich gebaut wurde, für die Leute, die an diese Legende nicht glauben oder für die das absoluter Humbug ist, ist der, dass die Burg lediglich zu administrativen Zwecken gebaut wurde, das heißt zur Verwaltung und zur Lagerung. Die Menschen, die hier lebten und heute noch leben, sind fest von der Legende überzeugt. Immer noch gibt es seltsame Dinge, die um die Burg herum geschehen, wie zum Beispiel, dass Vögel einfach so vom Himmel fallen, weil sie durch diese dunkle Energie, die es in dieser Burg gibt, sterben und dann einfach alles, was halt über dieses Loch fliegt, soll quasi wie magisch von diesem Boden angezogen werden und einfach in der Luft sterben. Auch noch nach 800 Jahren wollen die jetzigen Besitzer der Burg immer noch dafür sorgen, dass diese Burg nicht in falsche Hände gerät. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass sich die Dorfbewohner im näheren Umkreis auch vehement dagegen wehren, dass man dieses Loch öffnet oder diese Versiegelung von dem Loch nimmt, um nachzugucken, was denn da jetzt ist. Deswegen hat man das Loch eigentlich bisher nicht geöffnet. Hier werden gerade die Fresken restauriert, die in der Kapelle stammen aus dem 17. Jahrhundert. Diese hier sind aus dem 15. So sah die Burg aus, als sie gebaut wurde. Ihr könnt hier alles benutzen, aber mit Vorsicht. Yes, of course. Ja, natürlich. Yes. Die Fresken sind Unikate. Ihr seid aus Prag hierher gekommen? Ja, wir sind von Prag hierher gefahren. Hier könnt ihr hinunterschauen. Hier könnt ihr auch den alten Stein sehen. Ei. Hä, wir sind zurück. Okay. We were like, where are we? Wir werden uns hier verlaufen. Sind das auch die alten Steine? Das sind Muster aus der Renaissance. Ah, okay. Hier ist auch wieder der Stein, in dem die Burg gebaut wurde. Ich habe von seltsamen Treppen in der Burg gehört, die ins Nichts führen. Die gotischen Räume waren früher 8 bis 9 Meter hoch. In der Renaissance im 15. bis 16. Jahrhundert wurden die Räume verkleinert. Jetzt sind die Räume also kleiner. Niemand weiß, wo früher diese gotischen Treppen der Burg waren. Das weiß keiner. Ah, okay. Nobody knows where they are. Okay. Schau, da gibt's auch Sprachhefte. Und hier? Funktioniert das Licht nicht mehr? Ihr könnt euch die Hölle anschauen, aber... Wir haben Taschenlampen, das ist okay. Das ist seltsam. Naja, hier könnt ihr euch die Hölle anschauen. Wow. Dieser Raum wurde nur für Touristen gemacht. Okay. Ach, Devil's Office. Ja. Ah. Aber befindet sich dieses Loch darunter? Das befindet sich im Untergrund. Unter der Kapelle. Und dieses Loch befand sich bei der Kapelle? Die Kapelle ist dort.
Und diese Räume sind hier nach unten. Ah, okay. So, also kommt man dort gar nicht mehr hin. Okay. Nein, man kann es nicht mehr besuchen. Aber ihr könnt euch das hier anschauen. Hier gibt es aber Fledermäuse, die hier überwintern. During winter, they sleep. Mit Vorsicht. Das hier wurde alles aus dem Stein gemacht. Hier unten befindet sich auch die Zisterne für das Regenwasser. Hier ist ein kleiner netter Spider-Man. Sie schlafen hier. Aber hier können wir einfach runter. Na klar, kein Problem, aber pass auf euch auf. Ich komm dich holen. Habt ihr noch Fragen? Nein, danke, das war alles. Ruft mich an, sollte etwas sein. Ich sammle das ein und dann seid ihr alleine hier. Perfekt, danke. Wo wollen wir denn als erstes hin? Weiß nicht, vielleicht. Ist es normal, dass die nicht geht? Hä? Die sind aufgeladen. Ja, es sind auch frische Batterien schon wieder drin. Ich meine, ich habe Batterien dabei, kein Ding. Aber wir haben hier echt ein Problem mit Strom. Also ich habe hier auch meine ganzen Akkus schon am Laden, mein Handy, alles war leer. Ist neu. Das ist komisch. Bei mir zu Hause hat sie super funktioniert. Du glaubst gar nicht, was ich alles geputzt habe, ne? An die Legende. Ich bin ja immer skeptisch und ich versuche immer skeptisch zu bleiben. Einerseits denke ich mir immer, in jeder Geschichte steckt ein Funken Wahrheit. Ob es jetzt wirklich ein Tor zur Hölle ist, ist die Frage. Die Hölle ist ein sehr, sehr christliches Konstrukt. Das betrifft ja oder umfasst nicht die ganze Welt so. Es würde ja dann jeden anderen Glauben in den Schatten stellen. Interessant wäre natürlich, was das für ein Loch ist. Ich habe schon mal dran gedacht. Wenn sich so eine Legende halt so lange zieht, hast du schon mal was von der Tulpa gehört? In der Theorie ist eine Tulpa eine Erscheinung, die dann entsteht, wenn sich ganz viel Energie auf einen Ort oder auf eine Sache richtet. Das heißt, wenn jetzt ganz viele Leute daran glauben oder auch hierher kommen und fest davon überzeugt sind, dass es hier spukt, dass es hier Geister gibt, könnte es dazu führen, dass es dann wirklich welche gibt, aber aus dem falschen Grund. Genau an diesem Parkplatz vor der Burg, wo jetzt mein Auto steht, gibt es so eine Sage. Angeblich lässt die Burg keinen gehen. Die Burg wird ja jetzt für Veranstaltungen, Hochzeiten, alles Mögliche, Geisterführungen. Nach so einer Führung, die waren so ein paar Stunden in der Burg, auf jeden Fall gingen die ganzen Autos auf den Parkplätzen nicht mehr. Also einmal den hier, wo mein Auto steht, und einmal den weiter unten. Sie wussten nicht, was sie tun sollen. Sie haben das eine ganze Weile versucht, diese Autos wieder zum Laufen zu bringen. Dann kam einer auf die Idee, einen Geistlichen aus dem nahegelegenen Dorf zu holen. Der kam dann her, hat eine kleine Messe abgehalten und die Autos mit Weihwasser gesegnet. Und auf einmal sprangen alle Autos wieder an. Erich auf dem Grabstein. Vielleicht ist es sogar der Sohn, der hier gewohnt hat, von dem Prinzen. Nach Grabstein aus. Für meine Verhältnisse. Die Vögel, die über diese Burg fliegen, sollen angeblich einfach von alleine runterfallen, sobald sie diesen Punkt über dem Tor zur Hölle erreicht haben. Also in den Innenmauern der Burg werden sehr oft tote Vögel gefunden. Ich stelle mich nur kurz darunter, okay? Jo. Jetzt sind es nur noch 5%. Geht es immer so schnell? Thank you.
Meine Drohne steckte gerade in den Baum, weil der Akku auf einmal wieder leer war, obwohl ich sie gerade voll geladen hatte. Der hat gesagt, er fliegt jetzt zurück zum Homepoint. Der Homepoint war aber über mir. Über mir war so ein Baum. Dann hing sie da drin. Ich glaube, ihr seht es auf dem Drohnenvideo ganz gut. Und dann fiel sie einfach runter. Also wie so ein Vogel quasi. Meine Batterie war auf jeden Fall leer. Das wäre aber ein krasser Zufall, weil wenn es den Vögeln halt die Lebensenergie entzieht, hier ist ja auch Energie drin. Weißt du, was ich meine? Ja. Und meine Batterie, du hast gesehen, ich habe die vorher voll geladen. Ja. Und die Batterie war einfach leer. Zum Glück ist sie runtergefallen. Also die hing jetzt ewig in diesem Baum. Die ist so ein bisschen kaputt jetzt auch. Wir werden ein bisschen Probleme mit den Kameraakkus und so weiter haben. Mit Technik, ja. Mal das hinter und dann rein, oder? Mit uns. Jo. Ich finde es auch lustig, dass er uns vorher gesagt hat, was alle immer zeigen, so von wegen, da ist das Loch der Hölle. Nee, das ist nicht das Loch der Hölle, das ist einfach nur für Touristen, das Devil's Office. Ja. Aber das mit dem Strom im Devil's Office, seltsam. Wirklich seltsam. Wir befinden uns gerade in der Kapelle der Burg. Die Menschen im Mittelalter dachten nämlich, dass der Glaube und die Stärke von Gott die einzig wahre oder die beste Verteidigung gegen das ist, was sich hier abspielt. Was ich halt wirklich seltsam finde, ist, dass normalerweise in so einer Kirche sind halt nur göttliche Zeichnungen. Und hier in dieser Kirche, wie gesagt, mit den Hexen und diesem Zentaur, das hat in einer christlichen Kirche eigentlich nichts zu suchen. Was bei dieser Zeichnung geglaubt wird, ist, dass sie direkt in Verbindung mit der Legende und der Geschichte der Burg steht. Weil man sieht fast, dass hier diese dämonischen Wesen aus diesem Loch kommen. Die tut sich gerade total schwer zu fokussieren. Die fokussiert die ganze Zeit. Auf irgendwas, oder? Ja, bei der Waage. Sehr schön. Okay. Meine Taschenlampe ist, glaube ich, das hast du jetzt, das siehst du, ne? Ich weiß nicht, was mit der abgeht. Okay, ich habe sie jetzt ein- und ausgeschaltet, jetzt geht sie wieder. Okay. Stimmt, man soll, wenn man hier sich nämlich auf den Boden legt, die Schreie hören können. Meine Taschenlampe ist hier so ein bisschen. Ich leg mich jetzt hier hin und hör mal, ob ich Schreie hören kann. Einfach mal so. Okay. Wenn hier jemand ist, kannst du die Taschenlampe anmachen. Ich habe das noch nie mit so, also, weil es so eine Drücktaschenlampe, weißt du? Die hat auch sicher keinen Wackelkontakt, weil sie geht ja normal. Ich lege sie jetzt wieder hier hin. Das Einzige, was ich hören kann, ist mein lauter Puls. Du hast vorhin mit der Taschenlampe so toll gespielt. Wenn du wirklich da bist, kannst du sie wird schwächer, siehst du es ein bisschen, kannst du die Taschenlampe nochmal flackern lassen, weil ich glaube nicht so wirklich an dich. Wo ich vorher gesagt habe, mach die Taschenlampe an, hat es sie ausgemacht. Mhm. Also genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte. Vielleicht passieren hier die Sachen nicht, weil wir sie wollen, sondern einfach, weil sie passieren. Oder beziehungsweise, weil die Kräfte das so wollen. Die haben hier quasi das Sagen. Aber hier ist es totenstill. Wenn hier jemand ist, der mit uns sprechen möchte, du darfst gerne die Energie von unseren Batterien benutzen und in unserer Taschenlampe. Damit du dich mehr bemerkbar machen kannst. Gerne auch direkt in mein Gerät, das ich hier in der Hand halte.
Also was ich aber wirklich krass finde, was ist da? Der Hund bellt. Dass dieser Kronleuchter einfach vor 2 Wochen fast auf ihn draufgeknallt wäre. Vor allem bei so einer Führung. Sollen wir mal rausgucken? Alles okay? Hey, er steht hier. Er steht hier vor der Tür, nicht vorm Gatter. Ich habe ein Video gesehen, wo der Besitzer, der hat gesagt, es gibt so einen Kronleuchter mit halt Glühbirnen, wie es hier ist. Die Glühbirnen, die explodieren. Einfach so, ohne Grund. Der hatte einen Elektriker da und der Elektriker hat gesagt, nee, es ist alles in Ordnung. Er weiß auch nicht, woran das liegt. Wir haben ganz viele Geräte dabei, mit denen ihr euch zeigen könnt, wenn ihr möchtet. Ihr dürft gerne mit uns kommunizieren. Wenn hier jemand war, wenn du es warst, der das Licht hier flackern lassen hat, wir gehen jetzt raus, du kannst uns gerne folgen. Vorhin noch nicht offen. Welche? Die geradeaus, da sind wir nicht durchgelaufen. Ich habe doch vorher gesagt, ich habe eine Tür gehört, ne? Von da kann man auch die Vorsehen von der Toilette aussetzen. Moment. Ja. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ich hoffe, das war Sarah. Ich nehme an, du warst hier nicht drin. Okay. Ich habe gehört, wie sich eine Tür öffnet und schließt. Und das Ding ist, ich weiß halt, dass ich da alleine war. Und ich dachte halt, ja, du bist reingegangen. Nee. Ich dachte halt, oh, vielleicht schaut sie sich das schon mal an. Nee, ich war die ganze Zeit da und habe auch... Ich habe jemanden gehört, der eine Tür öffnet und schließt. Und ich war die ganze Zeit hier und ich hab erstmal noch eine Kleinigkeit gegessen und was getrunken. Und ja, das Schloss war auch so, dass du nicht reinkommen konntest übrigens. Es wird interessant. Also ich finde auch, dass es sich da ziemlich extrem anfühlt da drin. Auf zur komischen Tür. Vor allem, was ist das für ein Raum? Wo geht's da denn überhaupt hin? Okay. Okay, das waren wir definitiv. Hier waren wir nicht drin. Ich sag dir, ich habe eine Tür gehört. So eine Wendeltreppe. Okay. Nee, hier waren wir noch nicht. Was ist das hier? Wow. Das meine ich. Ich glaube nicht, dass das so sicher ist hier. Ja. Ich weiß wirklich nicht, ob ich auf dem Boden hier... Das ist nur so ein kleiner Raum. Das ist offen. Wow. Die Aussicht. Schon krass. Hallo? Ist hier jemand oben, der die Tür aufgemacht hat? Wolltest du, dass wir hier sind? Ich schwöre dir, die Tür war zu. Ja, sicher. Wieso? Ich bin durch diese Tür nicht gelaufen. Ich sag dir, es war bestimmt... Das war bestimmt die Tür, die ich gehört hatte. Aber warum solltest du denn bei dir so eine Tür hören? Ich war auf Toilette. Mein Gott, beim Toilettengehen, da spricht man halt nicht so viel. Und dann habe ich so eine Tür gehört. Vielleicht war es diese Tür.
ist ein alter Kamin. Da geht's aber tief rein. Das ist sowas wie ein Kriechkeller. Ich glaube nicht, dass das ein alter Kamin ist. Sei bitte vorsichtig. Da unten ist noch so ein Loch. Hier sind so alte Balken, über die kann ich gehen. Oh, und ein toter Vogel. Hier liegt so ein Vogelskelett. Hat sich 100 geflogen. Ja. Aber warum haben die hier aufgebrochen? Wahrscheinlich um das zu finden. Oder das war schon da. Vielleicht war das, um sich zu verstecken. Vielleicht hing hier so ein Bild davor. Ich will gerade ein tolles Erlebnis. Da frage ich doch glatt mal deine Fangemeinde, was sie meinen, was das. Was war's? Der Typ mit der Tasche? Nee, der Rest, was das mal war hier. Ich kann mich ja nicht drehen, das ist ein bisschen. Okay, warum sollten wir das sehen? Also, warum sollten wir hier hochkommen? Da ist auch noch. Warte kurz, bitte. Geht's hier irgendwo hin? Oh. Das ist ein alter Burggraben. Oh, es ist tief. Ja, und wir halten uns hiervon bitte fern. Das ist schon tief. Also, liebe Zuschauer, was denkt ihr, war das? Ja, da vorne war noch so ein Loch. Ich denke, es war ein Fenster, aber ich wollte nicht hin, weil der Boden war nicht so ganz sicher. Also sterben wollte ich jetzt hier nicht. Hast du es gehört? Das waren die Hunde. Spiraltreppe, endlosen Spiraltreppe. Das ist echt ein bisschen weird, ich weiß auch nicht. Machst du die bitte zu? Ja, wir machen die Tür jetzt auf jeden Fall zu. Gut. Also, nur zu unserer Sicherheit, diese Tür ist jetzt zu. Die obere Tür, waren das auch wir? Die habe ich vorher schon bemerkt. Ich glaube, die haben wir vielleicht beim Rundgang offen gelassen. Hä? Die da oben? Ja. Waren wir da? Wir waren oben, ja. Vielleicht haben wir die beim Rundgang offen gelassen. Irgendwie. Hast du es gehört? Ja. Das war ein Schrei. Okay. Du darfst die Tür hier gerne wieder aufmachen. Du darfst die Tür hier gerne wieder aufmachen. Das hast du gehört? Ja, das habe ich ganz deutlich gehört. Ein Schrei. Ja. Ich hoffe, es ist drauf. Wo kann man hin? Von da, so die Richtung. Oder unten halt. Irgendwie tiefer. Also, wenn jemand entweder unten oder außerhalb. Ja. Auto? Wind? Keine Ahnung. Schritte. Die kamen jetzt aber von hier. Wieso sind denn alle Türen offen jetzt unten?
Wieso sind denn alle Türen offen jetzt unten? Es war unten auf der Seite und jetzt über uns. Kannst du dich mal bemerkbar machen, bitte? Piss mich gleich ein. Hast du das Knacksen gehört? Kannst du mal klopfen? Ich hab's gehört. Von da kam's? Ja. Kannst du mal klopfen? Ich hab's gehört. Von da kam's? Ja. Kannst du ein bisschen lauter klopfen? Zeig uns, wo du bist. Bitte. Bitte. Auf geht's. Ja. Nach hinten. Aber die Schritte hast du gehört, ne? Die Schritte habe ich ganz deutlich gehört. Das war hier auf der Treppe. Bist du dir sicher? Ja, die kamen von hier. Wir kennen die Burg nicht, wir kennen die Geräusche nicht. Es war schon sehr mit dem Klopfen, ne? Ich bitte dich. Die Schritte waren seltsam. Schrei und Klopfen, wie viel willst du denn noch? Es hat sich so angefühlt, als würde uns jemand beobachten. Und dieses leichte Klopfen, das kam ganz klar von da hinten. Ja. Ich hoffe so sehr, dass es drauf ist, dass ihr das hören könnt. Ja. Ich hoffe so sehr, dass es drauf ist, dass ihr das hören könnt. Nee, hier ist jemand. Hallo? Da verarscht uns jemand. Nein. Hallo? Nee, komm. Da ist jemand. Hallo? Alex, wer soll hier sein? Der Kastellan ist nach Passau gefahren. Nee, komm, das war Verarsche. Irgendwer muss hier noch sein, außer wie. Ich hoffe, in irgendeiner Audio ist. Aber es war laut, ne? Das war laut. Hallo? Das ist nicht normal. Alex. Wir haben noch nicht unsere Geräte ausgepackt, ne? Wer soll hier sein, ja? Das war ja 3-4 Mal jetzt. Ja. Vielleicht ist jemand von draußen, hat gesehen, dass das Schloss offen ist und ist da reingekommen. Warum offen? Das geht nicht. Alex, wer soll hier sein? Was klopft denn da so? Ich muss kurz tauschen. Meine Hände zittern. Ich hätte jetzt gerne meinen Puls gemessen. Vielleicht ist es so ein Mechanismus, wenn da Leute da sind, dass die Alex, einschalten oder so. Warum? Warte. Also wenn die Hunde hier nicht reingekommen sind, nicht zufällig trampeln oder irgendwo dagegen klopfen können. Mein Puls ist schon wieder so ein bisschen höher. Alleine, es ist dunkel. Ja, dann lass uns da mal hingehen. Glaube ich. Müssen wir. Kannst du uns noch mal sagen, wo du bist? Wir haben dich gehört. Boah. Was Hallo? Kommt näher. Da ist jemand. Ich nehme die andere Taschenlampe, die geht irgendwie nicht. Mal runtergehen und Luft schnappen. Nein, ich will das jetzt sehen. Willst du es nicht sehen? Klopf nochmal. Bitte. Bist du hier? Alter. Wieso muss ich eigentlich vorgehen?
Sprache versteht. Ja, klopfen kann man immer irgendwie ein bisschen. Hallo? Ist hier jemand? Oh, Toilette, cool. Ja, aber die funktioniert nicht. Oh. Das kam aus dem Raum oder hier irgendwo. Hier vielleicht. Jetzt habe ich mich erschrocken. Warte. Klopf nochmal. Die Hunde bellen. Hier. Das ist irgendwie, da geht was rein, glaube ich. Das ist immer so ein bisschen creepy. Oder wir wurden darauf aufmerksam gemacht. Ich will nur kurz gucken. Ach mein Gott. Ach, das sieht nach Kamin aus. Kamin. Ja. Definitiv Kamin. Okay, ich gehe wieder raus. Aua. Ja, und ich blute. Ich wollte, dass das nicht so offensichtlich ist. Weil es du das warst und wir das doch richtig verstanden haben. Kannst du bitte nochmal dich bemerkbar machen? Klopfen, stampfen. Erst sich angehört hat, als wäre es weiter weg und es dann gekommen ist. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall runter, weil meine Hand ist so ein bisschen blutig. Sorry, ich habe mir einen Schiefer eingezogen. Aber es ist auch irgendwie spannend, weil wir hatten den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen Unglück. Und man sagt ja auch, sobald man die Burg verlässt, soll es für kurze Zeit Unglück bringen. Ja. Welche braune Tür? Die äußere. Die hier? Nee, vorne. Kann sein. Ich weiß nicht mehr. Ich will, keine Ahnung. Okay. Deine Taschenlampe hat, glaube ich, gerade geflackert. Da wir gerade in diesem Raum sind, möchte ich das kurz mal erzählen. Hier sind ja öfter Veranstaltungen, Hochzeiten und so weiter. Es gab zwei Violinspielerinnen, die haben hier gespielt. Beziehungsweise eine war das. Und einmal hat sie ihre Freundin mitgenommen und die hat irgendwie was Schlechtes über Huska gesagt. Normalerweise haben die nach dem Auftritt halt hier geschlafen. Als diese Freundin dabei war, haben sie wieder hier geschlafen. Also sonst ist irgendwie, war okay, ist nie was passiert. Aber die haben halt hier in diesen Räumen geschlafen. Die sind mitten in der Nacht aufgeschreckt, haben ihr Zeug gepackt, die Burg verlassen und sind nie wieder zum Instrumentspielen gekommen, weil sie irgendwas in dieser Burg so erschreckt hat, dass sie weggelaufen sind für immer. Der Besitzer hat nie wieder was von ihnen gehört. Und die hat, ich glaube, über ein Jahr lang hier in dieser Burg gespielt. Also bei jeder Veranstaltung mochte das eigentlich gern. Ja. War die Tür offen? Das habe ich mich auch gefragt, ob die offen war. Die hintere ist zu, oder? Die ist zu. Ja. Wir machen sie jetzt zu. Sarah, ja. Diese Tür zu. Zu. Da hat es geknallt.
Kannst du noch mal klopfen, wenn du da bist? Schritte, da waren Schritte. Ich hab's ganz genau gehört. Also die habe ich jetzt absolut nicht gehört. Ich fühle mich. Oh Gott. Ich bin fast runtergeschnitten. Ja, Vorsicht, das sind so alte. Ja. Alte Stufen. Ah. Die Tür ist aufgegangen, wo ich die zugemacht habe. Schau mal. Ja. Mach die zu. Und jetzt mache ich die andere zu. Schau mal. Ich will mal auf die Tür da vorne. Wie am Wind. Das ist jetzt ein Scherz. Komm. Also. Nein. Nicht richtig zu? Hast du die nicht richtig zugemacht? Klar, oder? Ich hab gesagt, dies zu, dies zu, dies zu. Und gerade wo ich so, ging die wieder auf. Nicht so mit der Tür knallen. Ja, ist doch keiner da. Doch. Warte kurz. Ich muss mein Blut jetzt abwaschen. Wir wollten das so. Wir haben noch kein Gerät ausgepackt, kein einziges. Wir wollten das so, mein Lieber. Wenn wir jetzt da jemanden aufnehmen da oben. Wir sind noch nicht mal beim gruseligen Part. Wir sind so in den Jagdräumen oder sonst was. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch auch spukt, verstehst du? Wir haben sehr jetzt, viel Unglück irgendwie. Wir haben jetzt alleine nur in der halben Stunde, die wir da oben waren, Schreie gehört, Schritte gehört und Klopfen gehört. Das geantwortet hat, ja. Es war weiter weg und ist näher gekommen. Ja. Das macht keinen Sinn. So. Und die Schritte? Die einen habe ich nicht gehört, die anderen schon. Die, ja. Das waren Schritte, Schritte, Schritte. Meine Taschenlampe flackert. Ich bewege sie nicht. Und sie ist aus. Okay, sie ist an. Okay, gut. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Mein Gott, kann das nicht normal funktionieren? Fast so, als würde was wollen, dass wir reingehen. Okay. Ziemlich krass bemerkt, wo wir durch den Wald und so hierher gefahren sind. Hier ist einfach nichts. Gar nichts. Die ist mitten im Nichts. Die meisten Burgen, die haben ja auch was zur Verteidigung. Und diese Burg hat auch keinen Abwehrmechanismus. Zumindest nicht nach außen, sondern eher nach innen. Du hast vorhin diesen Innenhof gesehen, wo wir waren. Und die Verteidigungsmechanismen sind komplett nach innen gerichtet. Ja. Es scheint fast so, als wäre das, was dich angreifen würde. Ja. In der Burg drin. Und das ist sehr seltsam. Auch interessant ist, dass eigentlich nichts in der näheren Umgebung liegt,
was die Burg verteidigen könnte. Die Burg wurde auch nicht dazu gemacht, dass man hier zum Beispiel schläft. Kein Fluss, kein Wasser, kein gar nichts. Deswegen, die Burg ist quasi unbewohnbar, weil hier gibt es im kompletten Haus keinen Wasseranschluss, außer eben das, was die neu gebaut haben für Besucher. Es ist halt einfach total seltsam, wenn man wirklich die Burg zur Verteidigung genutzt hätte oder hätte nutzen wollen, dann hätte man irgendwie für Versorgung gesorgt. Sei es frische Wasserquelle irgendwo in der Nähe, Verteidigungsanlagen nach außen wären auch sinnvoll gewesen. Es ist merkwürdig. Was hier wirklich seltsam ist, wollten nicht nur andere Leute herausfinden, sondern auch die Nazis. Denn kurz nachdem Hitlers Armee 1939 die Tschechoslowakei übernommen hatte, betrat die SS die Burg Huska. Auch das ist irgendwie schwer vorstellbar, weil wie wir ja schon gesagt haben, wir sind hier wirklich einfach im Nichts. Es gäbe nichts Interessantes. Es macht für mich keinen Sinn, warum die SS diesen Weg auf sich nehmen sollte, um zu dieser Burg hier zu kommen. 2016 wurden in einer tschechischen Bibliothek mehr als 13.000 Bücher veröffentlicht oder gefunden über Okkultismus. Wie es wieder Sinn macht, dass die Nazis hierher kamen. Es gab einen Nazi, der sich ganz besonders für Okkultismus interessiert hat, und das war Heinrich Himmler. Himmler war total besessen von Okkultismus und von Hexerei. Er hat ja so ein bisschen die SS unter sich gehabt und war ja auch Chef der Polizei im Deutschen Reich und hat natürlich auch die Macht und die Mittel gehabt, sämtliches Material einsammeln zu lassen. Die Nazis haben Hexenzirkel und auch so okkulte, heute würde man vielleicht auch Sekten sagen, zerschlagen lassen, weil es in den Augen der Nazis immer noch Feinde oder Gegner des Regimes war. Die könnten einem ja gefährlich werden. Und Himmler hat eben auch sehr daran geglaubt. Er hat diese ganzen Bücher und Materialien, die diese Zirkel oder Gruppierungen... Ja, die ganze Zeit irgendwas. Es ist normal in so einer verflockten Box, sorry. Oder Gruppierungen, die so hatten, hat er... Achso, die Hunde. Hat er von seinen Leuten einfach einkassieren lassen und die haben die gesammelt. Und das ist wahrscheinlich ein Teil oder auch das ganze Werk, was in Prag wieder aufgetaucht ist. Hitler hat zu Himmler gesagt, er soll das sein lassen, er soll mit diesem okkulten Unsinn aufhören. Himmler hat sich da aber jetzt nicht so direkt bremsen lassen und hat halt immer ein bisschen indirekt weitergemacht mit seiner Forschung. Und da Himmler eben so fasziniert von diesen okkulten Sachen war, sollte die SS jetzt Burg Huska einnehmen. Denn sie sollten dort die bösen Mächte untersuchen, die es hier in dieser Burg gibt. Himmlers Ziel war es quasi, eine paranormale bzw. okkulte Waffe zu erschaffen, eine unbesiegbare Waffe. Und genau das haben die Nazis hier erforscht. Und was die Nazis noch gemacht haben sollen, sie haben angeblich Menschen aus den umliegenden Dörfern entführt, um hier in der Burg Experimente mit ihnen zu machen, wie man diese paranormale Waffe nutzt. Um die Burg herum haben sie keine Menschen genommen, sondern aus den weiter entfernteren Dörfern. Den Leuten in diesen Dörfern ist halt aufgefallen, dass immer irgendwie so ein Wagen halt vorbeikommt, irgendjemand aus dem Dorf abholt, der dann auf einmal verschwindet. Und diese Leute wurden hierher gebracht, mit denen wurden Experimente gemacht und die sind nie wieder aufgetaucht. Ja. Man weiß generell nicht, was die Nazis hier getrieben haben. A, war es streng verboten und B, hat man ein paar Jahre später 4 Leichen von SS-Offizieren hier vergraben gefunden. Vermutlich, das ist die Vermutung, weil sie einfach zu viel wussten. Sie wurden ja gefunden, nachdem der Krieg wieder zu Ende war. Glücklicherweise konnten die Alliierten ja Deutschland schlagen, bevor sie diese Waffe gefunden haben. Nachdem die Alliierten hergekommen sind und das Land wieder eingenommen haben, dem zurückgegeben haben, dem es gehört hat. Es gibt mehrere Behauptungen über die Rituale, die sie hier vollzogen haben und das Böse, über das sie halt gelernt haben.
oder sogar eine Zuchtfarm, wie Hirnrisse hier auch noch stattgefunden hat. Würde sogar Sinn ergeben, weil das war so Himmlers Ziel. Himmlers Ziel war die Erhaltung der Herrenrasse. Die Herrenrasse war der gute Soldaten-Aria letztendlich. Würde Sinn ergeben, wenn die Leute nicht einfach verschwunden wären? Ja, und vor allem waren es ja auch keine Aria vermutlich, denn auch Tschechien wurde eingenommen. Auf jeden Fall sind ja dann nach dem Krieg die Einheimischen wieder zurückgekehrt und es wurde an den Nachfahren Josef Simonek gegeben und 1999 wurde die Burg dann für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Erst aber in den 90er Jahren, das muss man sich überlegen. Ja. Aber die jetzigen Besitzer, wir haben mit denen gesprochen, wir haben Interviews von denen gehört, selbst denen passieren heutzutage immer noch seltsame Dinge. Und noch heute behaupten auch viele Besucher, dass sie irgendwie ein Kratzen aus den Gruben hören und wirklich viele paranormale Erlebnisse haben. Also das, was wir bis jetzt erlebt haben, fand ich echt krass. Wir wollen herausfinden, gibt es hier wirklich das Tor zur Hölle? Sind die paranormalen Aktivitäten stark hier? Ja. Und wer, vielleicht finden wir auch raus, wer hier ist. Sprechen wir etwa mit den Nazi-Soldaten? Mit ehemaligen Burgbewohnern? Mit den Leuten, die vielleicht aus den Dörfern verschwunden sind und hier gequält wurden? Oder haben wir es doch mit was ganz anderem zu tun? Vielleicht sogar dem Teufel. Ich glaube, der ist echt. Das glaube ich auch. Das ist aus dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich die Box da. Echt? Mit eisernem Kreuz, ja. Krass. Hä? Hast du es drauf? Wenn hier jemand ist, kannst du den Remport nochmal ausschreiben lassen. Fass den gerne nochmal an. Der blinkt nur und sagt uns nur, dass du da bist. Da passiert nichts. Außer, dass er halt blinkt und Geräusche macht. Kannst du uns ein Zeichen geben? Kommt ein bisschen verspätet. Macht nichts. Alles gut. Dankeschön. Wenn du mit uns kommunizieren möchtest, sprechen möchtest oder uns irgendwas mitteilen willst, dann lass den Rampart gerne nochmal ausschlagen. Einfach anfassen oder dich dem nähern. Gehört er etwas in diesem Raum dir? Hier. Kannst du das Meergericht da drauf? Kannst du uns sagen, in welcher Richtung das liegt, was dir gehörte? Oder ist es vielleicht die Truhe? Truhe? Okay. Und also, denke ich, ist es... Wenn es die Truhe ist, du hast gerade zweimal hintereinander das Licht angeschaltet. Kannst du es nochmal zweimal hintereinander machen, damit ich sicher bin? Und dass es deine Truhe ist. Bist du noch bei uns? Stört es dich, wenn ich hier rübergehe und in diesem Sessel Thron sitze? Temperaturtechnisch tut sich aber nichts.
Es fühlt sich so seltsam. Hast du hier in der Burg gelebt? Bist du noch da? Hörst du das nicht? Oder als würden Leute sie unterhalten. Ja, vielleicht ein vorbeifahrendes Auto oder so. Ja. War nicht oben der Ballsaal, aber vielleicht ist er über uns? Ganz leise ist? Ja, das ist Musik. Bist du wieder da? Macht ihr da oben Musik? Hast du gerne getanzt? Seid ihr gerade im Ballsaal und feiert was Schönes? Wir hören Stimmen und oder so eine Art Musik. Willst du, dass wir gehen? Oder sollen wir bleiben? Wenn du willst, dass wir bleiben, lass ihn nochmal ausschlagen. Diese Burg ist sehr verwirrend. Ja, auch nicht. Hier schön rechts, oder? Ja. Das sind Lagerräume. Ah. Puh, ist frisch. Geht's der Lampe gut? Also Strom mögen die wohl gerne. Ich hab's IMF hier in der Hand, wenn du willst. Okay. Schon mal die ganzen Geweihe und so weiter. Hallo? Okay, jetzt wird's so Lost Place-mäßig. Wir haben auch noch ein Lost Place gebucht, by the way. Hier wurde Wasser verlegt. Oder eventuell wurde halt nicht weitergemacht oder so. Ja, oder ist es halt für den Küchenanschluss und so weiter. Gut, dann zweiter Stock. Groß. Ja, riesig. Nochmal? Komisch. Hä, wieso sind hier denn auch eigentlich diese Bilder von den Fliegen an der Wand? Tja. Dieses Video, was ich dir vorher gezeigt habe mit den Fliegen, das sind alles lebende Tote. Also. Ja. Du weißt, was ich meine. Okay, we are in Huska Castle, which was built to keep some kind of evil in instead of letting it out. And here we have our own Amityville room filled
with hundreds of flies. Very weird. What? Aber wozu? Weil Fliegen sind ja eigentlich auch so ein Zeichen für den Tod. Aber wieso würdest du hier Fliegen sammeln? Das waren doch die an dem Fenster. Und selbst bei uns, jetzt wo es noch so kalt ist, waren da welche, wo er es aufgemacht hat. Weißt du, was ich meinte? Ja. Okay, lass mich bitte die Treppe hoch. Ich habe hinter mir was gehört. Es wäre so irgendwas hinter mir. Kann man das Licht bitte anmachen? Ach so, das geht ja nicht. Ich habe leider nichts. Mann. Das war auch krass. Das ist ein richtig guter Trigger. Ja, das stimmt. Also. Hier, was wir gerade aufgestellt haben, dieses Gerät, das ist ein EMF-Repeater, beziehungsweise erzeugt dieses Gerät ein EMF-Feld, also ein elektromagnetisches Feld. Wenn ich jetzt mit diesem Gerät ganz nah hingehe, seht ihr, es bleibt sehr ruhig. Es ist immer auf Rot. Auf der Kamera wirkt es jetzt so, als würde es leuchten, also so immer hin und her gehen, aber es bleibt in Wirklichkeit auf Rot. Die Kamera fasst die Lichter nur nicht so gut auf, aber jetzt seht ihr es, glaube ich. Das sorgt dazu, dass sich die Geister daran aufladen können. Wir haben das auch extra sehr weit weg davon, dass die Geräte nicht miteinander interagieren. Wir haben hier ein Triggerobjekt. Triggerobjekte sind Objekte, die die Aktivität von Geistern oder Entitäten antriggern, so wie es schon im Namen ist. Das hier war mal der Ballsaal. Hier vielleicht kleine Feste stattgefunden, die Leute haben getanzt, im Mittelalter sowohl als auch in der NS-Zeit, da gab es auch noch Ballsäle. Und sogar jetzt noch, wegen den Hochzeiten. Genau. Deswegen haben wir jetzt ein paar Sachen aufgebaut, ein Ramport, das EMF, da hinten ist ein Gerät, wo sich die Geisterenergie sammeln und die Spielwelle. Und eine Taschenlampe. Ich werde jetzt alle Bewohner von Burg Huska sind herzlich eingeladen zum Ball, der jetzt stattfindet. Verzeiht mein Nichtkönnen am Klavier, aber ihr seid herzlich eingeladen, zu uns zu kommen, in den Ballsaal, um zu tanzen. Und ihr dürft gerne jederzeit die Geräte berühren, damit interagieren, spielen, anfassen, was ihr möchtet. Da passiert euch nichts. Die Geräte sagen uns nur, dass ihr da seid. Und das ist auch das, was wir gerne rausfinden möchten. Ich weiß, du hast vielleicht vorhin meine Hand angefasst oder die Taschenlampe.
Das ist nur die eine. Hattest du das? Welche Lampe? Ja, also jetzt bin ich aber weit genug weg. Wo dachtest du, dass jemand steht? Oder die Schattenperson. Also auf jeden Fall denke ich doch, dass hier einiges los sein könnte. Da ist auch so eine Fratze. Siehst du das hier oben auf dem Kamin oder was das hier ist? Das hier. Ja. Das meinte ich. Vielleicht ist das ja auch da überall. Da ist auch wieder so eine Hand. Die Spinnweben sind auf jeden Fall echt. Okay. Auf geht's in The Devil's Office. Das Büro des Teufels. Also, diese Figur, die sitzt da auf jeden Fall nur für Touristen. Das hat er uns erzählt. Aber natürlich ist alles sehr alt und echt hier. Wir befinden uns gerade in Satan's Office. Es gibt nämlich zwei Keller. Ein Keller, das ist der hier, der ist für die Touristen zugänglich. Der andere Keller, das ist da, wo sich dieses Loch zur Hölle befindet. Da soll es im Kellergewölbe in den 1970er Jahren auf einmal einen lauten Knall gemacht haben. Und diese Platte soll runter, komplett runtergesprungen sein. Die Dorfbewohner meinten natürlich, dass sich diese Dämonen befreien wollen. Also Geologen sagen, unter dieser Platte hat sich Gas gesammelt und deswegen ist das Ganze explodiert. Bis heute weiß auch niemand, was genau in dem Loch ist oder wie tief es ist. Denn aus offiziellen Gründen ist das Abdecken des Loches verboten aus Sicherheitsgründen, wenn vielleicht einer reinfällt bei so einer Führung. Aber die Leute im Dorf behaupten etwas anderes. Sie wollen auch nicht, dass irgendjemand diese Steinplatte verschiebt. In der heutigen Zeit haben die Bewohner viele Gründe. Nicht nur, dass Dämonen aus diesem Loch kommen, sondern auch, weil sie Angst haben, dass vielleicht noch eine alte Nazi-Bombe in diesem Loch ist. Das heißt, es ist auch nicht möglich, eine Kamera runterzulassen oder zu sehen, wie tief das Loch ist, weil die Dorfbewohner und die Besitzer das strikt verbieten. Entweder aus dämonischen Gründen, aus Sicherheitsgründen oder wegen versteckten Bomben, die vielleicht noch dort sind. Doch vielleicht kennen hier die Leute auch den wirklichen Grund. Ist das dann also das Tor zu einer Welt, aus dem das Böse zu uns gelangt? Was war darunter und darunter? Führen die zusammen? Weiß ich nicht, aber hier bei der Wasserspalte. Wir gehen in dieses dunkle Loch. Oh Gott. Okay. Wow.
Das sieht nach einem Hakenkreuz aus hier in der Ecke. Und einem Drachen. Und die Kratzer. Gut, das kann der Stein sein. Ne? Wir entschieden uns für die Estes-Methode, die vom paranormalen Ermittler Connor Randall erfunden wurde. Er selbst wohnt und arbeitet in einem der verfluchtesten Hotels der Welt, das Stanley Hotel, welches einigen von euch sicher aus dem Film und Buch The Shining von Stephen King bekannt vorkommt. Auf dem YouTube-Kanal Sam und Kobe erklärt er, was hinter dieser Methode steckt. My name is Connor Randall. I've been a paranormal investigator for a good 15 years now. Started when I was just a young teenager, and then I worked here at the Stanley running their paranormal program in a lot of ways, and was one of the resident paranormal investigators up here for 5 years. Wow. The Estes method is a parapsychological experiment. One person is what you call the receiver, and they'll listen to a spirit box. A spirit box is the device that scans through radio frequencies really quickly. And that person is sitting in their own world. They can't hear anything that's going on around them, and they say what they hear come over the box. The other people in the room are the questioners. I think that if you sit somebody down and you tell them, you're gonna be hearing weird noises over this box, we want you to say what you're hearing, I think that they might enter into a perfect sort of trance state. They become a conduit, and it almost is like the words are being psychically received. What's putting those words in their mind? It could be the entities out there, or it could be that they're picking up on the psychic impressions of the people around them. It's the human body as an instrument of communication. Like, we are the ghost equipment. People always say, well, it's just in your mind, but in my view, that doesn't mean that something didn't put it there. Wow, da war eine sehr dunkle Stimme und hat irgendwas gesagt, also ich habe es nicht verstanden, aber es war sehr dunkel. Ist hier jemand, der Deutsch spricht? Ich bin. Wo bist du denn? Ja. Wer ist denn hier? Hallo? Hallo. Sind wir hier bei dem Loch unter der Burg? Ja. Also sind wir richtig hier. Ja. Wer ist denn hier mit uns? Lügner? Kennst du die Legende, die hier über die Burg erzählt wird und dem Loch im Boden? Nein. Hier? Stimmt es, dass in dem Loch ein Tor zur Hölle ist? Ja. Ich frag nochmal. Stimmt es das? Hallo? Hallo? Stimmt es das? Ich? Ich frag nochmal. Stimmt es, dass unter der Burg das Tor zur Hölle liegt? Es ist Nacht. Das stimmt. Es ist Nacht. Wo bist du denn? Zugriff. Feuer.
Wo brennt's denn? Hat's hier in der Burg mal gebrannt? Ja, wollen wir. Helle? Könnt ihr unseren Namen sagen? Kennt ihr unseren Namen? Peter? Nein. Ja, stimmt. Alex hört euch zu und ich bin die Sarah. Könnt ihr den Namen sagen? Einen von den beiden? Alex oder Sarah? Könnt ihr mir sagen, was hier passiert ist? Gehen. Nochmal, könnt ihr mir sagen, was hier passiert ist? Zu mir. Des Lebens irgendwas. Alleine, du hast mich. Bist du alleine hier? Warum sollten wir dich hassen? Der Mond. Ich. Test. Hast du einen Namen? Sowas will ich nicht. Du willst nicht mit uns sprechen? Ja. Okay, musst du auch nicht. Kannst du noch mal sagen, will ich nicht, wenn du nicht mit uns sprechen möchtest? Mal umsehen. Okay. Und so ein Lachen. Ich komm dich holen. Boah, okay. Abbruch. Kalt. Ganz kalt. Was sinnvoll? Nein, aber der letzte Satz ist. Das rein. Oh, ich muss auch jetzt hier aufstehen. Mir wurde sehr kalt. Puh. Ach, es waren so viele Stimmen und ich muss dir was sagen. Die ersten Sätze, wo ich gesagt habe, die dunkle Stimme, das war das Gruseligste, was ich je in einer Spiritbox gehört habe. Das war ganz am Anfang. Und dann kam, es kamen so furchtbar viele Stimmen und ich habe es gehört und ich habe Wörter gehört, aber das waren irgendwie, die haben so viel, das war viel zu viel. Vielleicht auch viel auf Tschechisch oder so. Keine Ahnung, aber es waren, normalerweise hörst du ja so Rauschen, ja. Und zwischendurch mal so ein Wort, aber das war so bla 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 bla. Und als das kam mit ich komm nicht holen, habe ich so von hier oder von, ich weiß nicht, ob von oben oder, also so die Richtung halt irgendwie, so einen ganz kalten Wind gespürt. Ich habe auch manchmal ein bisschen abgewartet und mal geguckt, was kommt. Aber so eine richtige Antwort irgendwie auf die Fragen. Ich hoffe, dass irgendwelche Daten drauf sind, weil mein ist gerade abgebrochen, so ein Stahl-Dings. Und jetzt steht hier ausführen, das kann Daten beschädigen, bla bla. Wir haben aber auf jeden Fall auf der anderen Kamera die Tonsachen und auf meinem Handy habe ich ja auch den Ton aufgenommen. Akku zu schwach. Ich krieg die Krise. Okay, wir müssen jetzt mal hochgehen. Ja. Na, danke. Weil ich mich gerade überhaupt nicht mehr wohlfühle. Ich glaube, wir packen jetzt zusammen. Es ist irgendwie komisch, dass er gesagt hat, ich komme nicht holen. Und dann geht das Wertvollste gerade, was ich habe, kaputt. Ja. Ich bin durch.
Das ist mir noch nie mir geht's auch nicht gut. Das ist mir noch nie Glaubst du jetzt ans Tor zur Hölle? Also ich weiß nicht, ob ich an ein Tor zur Hölle glaube. Also das nicht, aber an negative Energien auf jeden Fall, ja.